upstairs window should get me over that gate. Okay, das müssen wir auch hin einsammeln. So. Jetzt kriegt er direkt eine Kopfnuss. Doch lieber einen auf sicher machen. Hol da nicht so rum. So. Steht ja auch überall irgendwas Wertvolles rum. Ich doch bald genug zusammen haben, dass ich in Rente gehen kann. Und ich aufhören kann zu Let's Playen. Weil ich genug Gold gesammelt habe. Ach, das ist ja schon wieder so ein Schrank. Auch nicht. Dann so hier. Ah, ein Lichtschalter. Sehr schön. Das könnte der andere Raum sein. So, jetzt machen wir erstmal den Safe hier klar. Na komm, noch ein Stück. Mich hätte schon vorbei, alles. Da ist er. Na, da. Da war er, da ist er. So, komm zurück. Da haben wir ihn. Na, da habe ich ihn gesehen. Zurück, da ist er. Zack. Lief diesmal eindeutig besser. Aber K.O.-Schlagen ist trotzdem drin. 20 Goldmünzen und ein Schwarzrückenarmreifer. Das ist ja schön. Ach so, dann ich sehe das. Man hätte also da ist doch glatt nochmal was versteckt. Ja, ich frage mich bitte, wie hat denn derjenige, also der hier wohnt, also der Juwelier, wer hat denn die Sachen hochgebracht? Ja gut, eine Leiter, aber eine ziemlich heftige Leiter und das sind immer ziemlich große Kisten. Der ist ja bestimmt nicht hochgeklettert, wie ich das gerade mache. Eigentlich kann ich halt auch runterspringen, das ist die Treppe. Da kommt man vom Shop halt hoch. Ach, da oben gab es noch was. Hier. Dahin. Ah, das wäre eine andere Eingangsmöglichkeit gewesen. Kann ich das so richtig sehen? Ah, das ist nur die Flasche. Oder nee, dann nehme ich noch was. Aber ich jetzt ja runterspringe, komme ich hier wieder hoch. Ja, hier ist ein Kuchen. Und super. Zack, wieder hoch da. So. Und Brieföffner. Also wenn man hier alles finden will, dann muss man ja echt gründlich sein. Das kann natürlich auf der Dauer auch ein bisschen schlauchig sein. Also ich bin ja jemand, der das unbedingt dann auch haben will und der dann noch überall genau guckt. Das könnte mir gut vorstellen, auch langweilig. Hier ist noch eine Möglichkeit gewesen, reinzukommen anscheinend. Das ist wiederum cool, dass es mehrere Wege gibt, die nach Rom führen. Ne? Obwohl es natürlich auch fahrlässig ist. Ne? Hier ist ein Fenster offen. Da kommt man über die Holzbalken rein und nur so Möglichkeiten. Gut, ich bin durch die Tür gegangen. Also ich habe echt das Unkonventionellste gemacht, was so geht. Ah, das war natürlich, wenn ich von hier komme, hätte ich den da pennen sehen. So, machen wir es mal auf als möglicher Fluchtweg.
da hat man schon geguckt gehabt. Genau, da waren wir schon. Also hier hoch. Das Licht können wir ja nicht ausmachen. Das mit dem Juwelier. So eine Wache am Pennen. Gerade. Nahrung. Ich lass ihn jetzt mal am Leben. Am Leben lasse ich ja sowieso. Achso, die Kerze mache ich mal aus. Ja. Träumt die da gerade? Bin gerade völlig viel informiert. Die Geräusche noch zu urteilen. Nicht dreist. I need to sleep. Ist doch gerade gesagt, I need to sleep. Im Bett liegt er ja noch nicht. This is my way out, but once I drop down, there's no coming back. Doesn't feel safe on the streets. Da ein Quatschen gehört. Also die Wachen von unten. Wenn man das dann echt weit und deutlich hört, ne? Sind unnötig. Na gut. So, machen wir weiter hier. Ah, zieht sich ja ganz schön in die Länge. Hier so meine Zeitung. Wer bewacht die Wachhunde? Toller Joke auf jeden Fall. Ich krieg trotzdem jetzt eine Pfeife. Ja, die ist ja easy, wa? Aber ich glaube, wie ich das richtig gelesen habe, wenn man Schwierigkeitsgrad höher spielt, dürfen Zivilisten nicht geschlagen werden. Das heißt, sie hätte ich nicht hauen dürfen, auf jeden Fall. Aber es gibt vielleicht noch gar nicht mehr so allzu viel. Inventar ist voll. Ja, so. Das wäre ja. Inventar ist voll, du kannst kein Gold mehr schneiden. Du kannst nichts mehr Wertvolles stehlen. Der Weg zum Glockenturm fort. Tschu, das sieht gut aus. Das. Lass auf. Und ich jetzt schon weiter mit Sachen sammeln. The Shellbridge fires. Flames so bright, night became day. Or was it
Smoke so thick, day became night. Well, I read that before the Baron was born, the city was at war. Read it, did you? Oh, bloody friggin' duh. Nothing like being there, is it? These streets have seen all manner of shit. Fires, plagues. Don't forget the war. It was with Blackburn, all right? More of a squabble than war. What's if our neighbors catch wind of the shit pile we're in now? We'll see you, you're bloody kidding! Boy. I swear. Oh, please, sir. Please, sir. You can smell them shit himself. You have to do that here. You think sleep's not rare enough? Oh, I'm sorry, ma'am. Captain's orders. He said go stand under the window of that woman on Bleach Market. Her with the face that the rapist would throw back. Wie hässlich ist ein Zinatfinster. Seht zu, dass sie lächelt. Do everyone a favor! Careful, she's off to fetch the piss pot. I'm freezing. Ah, sehr gut. They cry about martial law, but you don't see him leaving. We lock the gates, you fog skull. Hier wollte das Licht an. Es ist wirklich anstrengend, dieses Gewitter. Immer wieder nervig. Ich finde es echt wirklich sehr anstrengend für die Augen, dieses stetige Aufblitzen, was irgendwie auch im gleichen Rhythmus fast schon kommt. Es geht mir echt verdammt auf die Augen. Weil die Augen stellen sich halt in einem Moment halt auf das Dunkle ein, um viel zu sehen. Und im nächsten Moment geht das Licht halt so voll hoch. Ja, das ist, wenn ihr in einem dunklen Raum seid und dort ein Lichtschalter an-ausmacht, dann ist es ungefähr derselbe Effekt wie hier. Finde ich ganz schön nervig. Trägt natürlich zur Kulisse bei, ist klar. Gehört zum Spiel. Ist aber auch trotzdem irgendwo nervig. Unangenehm. So, haben wir das Kapitel jetzt endlich mal geschafft. Boah. Abgeschlossen. Opportunist. Du hast das Ausnutzen der Umgebung aller anderen Mittel vorgezogen. Bin also mehr Jäger, Tünnist, Phantom bin ich weniger, lösche Flammen 2 von 9, stiehle alle Beuteobjekte, 70%, was? Ihr habt gesehen, ich bin wirklich sehr, sehr gründlich vorgegangen. 43 von 60 gefundenen Sachen, 25 Minuten Spielzeit, Sammlerstück auch nur 2 von 4, also gibt's echt hammer viel zu suchen. Ich dachte, ich habe mir schon wirklich viel Zeit gelassen und würde schon sagen, ein bisschen langweilen. Was ich natürlich trotzdem getan habe, und trotzdem war ich dann so schlecht eigentlich, ja. Nur die Hälfte aller Sammlerstücke, gut mehr als 50% der gefundenen normalen Beute, recht wenig eigentlich, aber ich bin froh, dass das Level durch ist, weil meine Augen. Das war's erstmal mit der ersten Folge zu Thief. Wir werden mal sehen, wie lange die jetzt ging, dann werden wir die wahrscheinlich in ein, zwei Folgen aufteilen. Und bitte lasst mir einen Kommentar da oder einen Daumen hoch, ob es euch gefallen hat, ob ihr mehr davon sehen wollt, dann bin ich gerne bereit, auch mehr davon zu zeigen. Ansonsten könnte man sich natürlich auch anderen Projekten widmen. Unter anderem eine Frage an euch. Der Mystic hat ein Let's Play gemacht, oder ein Let's Test über das Spiel Banished, was ganz frisch auf Steam ja kam. Dieses Simulationsspiel, da hat er nur eine Stunde gezeigt und auch so ein bisschen gezeigt, wie man es eben nicht spielt. Natürlich darauf verwiesen, dass es andere Let's Player gibt, die da richtige Let's Plays von machen, wo man also auch Kniffe lernt, wie das Spiel funktioniert. Ich persönlich suchte es jeden Tag, es macht mir richtig viel Spaß. Und wenn ihr wollt und wenn ihr Interesse habt, bitte sagt mir doch Bescheid, denn dann werde ich davon auf jeden Fall noch ein paar richtige Let's Plays machen und auch vielleicht das eine oder andere erklären, wie das eine oder andere funktioniert.
Das soll es dann erstmal gewesen sein. Danke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Nebu. Ciao.